Das Osterfest wird in ganz Europa gefeiert. Als christliches Freudenfest, als Beginn des Frühlings oder man genießt einfach nur die freien Tage. Viele Länder haben eigene kulinarische Spezialitäten. Aber was kommt auf den Tisch? Ein Osterlamm mit Kartoffeln. Das ist ein typisch römisches Osteressen. Alle essen Lamm. Und natürlich Ostereier. Truthahn mit Gemüse, Kartoffeln und deftiger Soße. Eier, Eier, Eier und Eier. In meiner Heimat in Griechenland essen wir Ostern nach der Kirche Mairiza, eine Suppe. Ich komme aus dem Westen Irlands und wir essen immer Lamm an Ostersonntag. Auch in Deutschland wird zu Ostern besonders oft Lamm zubereitet. Der Berliner Koch Markus Semmler serviert seinen Gästen Lammkeule mit Senf, Knoblauch und viel Rosmarin. Zum Gericht gibt es gebratene Artischocken und kleine Kartoffeln. Lamm ist auch in vielen Familien ein zentraler Bestandteil des Ostermenüs. Also das ist, glaube ich, schon eine 1300 Jahre alte Tradition, gerade in Deutschland, auch sagen wir aus dem Christentum, so dass das Lamm, Lammopfer dargebracht wurde und dann natürlich auch verzehrt wurde nach der Fastenzeit, ein sehr bekömmliches Fleisch. So ist dann halt das Osterlamm entstanden und naja, es schmeckt. Auch für viele Franzosen muss es am Ostersonntag Lamm sein. Küchenchef Valentin Néraudon aus Toulouse ist bekannt für seine Experimentierfreude. Er serviert den Osterklassiker mit einer Soße aus Moschuskürbis und frittiertem Knoblauch. Lamm ist ja traditionelle Küche, Familienküche. Und wir versuchen jedes Jahr etwas Neues mit diesem Klassiker anzustellen. In Ungarn wird Ostern Schinken gegessen, als Vorspeise. Er ist aus ganz praktischen Gründen Teil der Osterküche. Dieser Schinken kommt aus der Winterschlachtung. Er muss genau 3 Monate lang reifen. Dann ist er exakt zur Osterzeit fertig. An Ostern unverzichtbar Eier. Sie gelten als Symbole für Fruchtbarkeit und Neubeginn. Die Zubereitung variiert je nach Tradition des Landes. In der dänischen Stadt Aarhus zum Beispiel kocht Küchenchef René Jensen sogenannte Skidne Egg, schmutzige Eier. Das sind Eier in Senfsoße, wie sie viele in Dänemark mögen. Für den Koch weckt das Gericht Erinnerungen. Als ich Kind war, hat jeder Eier mit Senfsoße gegessen. Dabei hat jede Familie ihr eigenes Rezept. An Ostern darf eines auf keinen Fall fehlen: Süßigkeiten. Ganz viel Schokolade. Vor allem Süßes wie Torrijas und Pestinos. Die Italiener essen an Pasqua, an Ostern, ihre Colomba Pasquale, die Ostertaube. Das ist ein Kuchen aus süßem Hefeteig und Mandeln. 3 Stunden wird er im Ofen gebacken. Die Colomba ist ein Symbol für Frieden und Freiheit, in Form einer Taube. Hier sind die Flügel, hier der Körper, hier der Schwanz und der Kopf. In Deutschland gibt es das Lamm manchmal auch als Gebäck. Chefkoch Markus Semmler aus Berlin serviert dieses Jahr sein Lieblingsdessert zu Ostern. Geschmorte Himbeeren und Rhabarber mit Vanillesoße. Das Dessert hat ihm schon seine Großmutter zubereitet. Die Ostertage sind natürlich, man hat 4 Tage, kommen die Familie wieder zusammen. Man genießt zusammen, man tauscht sich aus, bringt sich wieder auf die Höhe der Zeit. Das natürlich auch bei gemeinsamen Essen, Abend wie mittags, kommt das Lamm auf den Tisch, wenn man die Eier noch gesucht hat mit Kleinkindern. Also gerade das wichtige das Familienleben wird richtig wieder gefördert. Und egal, was am Ende auf den Tisch kommt, in Europa ist man sich einig. An den Ostertagen darf geschlemmt werden.